Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute möchte ich euch ein Rezept für Tomatensalat mal vorstellen. Und natürlich, es gibt unzählige Rezepte für Tomatensalat. Aber heute möchte ich euch was Besonderes, ich denke mir, das ist Besonderes, ein besonderes Salat zeigen, wie ich es mache. Und so sieht es aus, wenn ihr ihn auf den Tisch stellt, das ist doch Farben so froh. Und so sieht er aus, wenn ihr dann auf den Teller macht. Schöne Sud, so eine Soße. Und so herrlich sieht er aus. Und jedes Stückchen bleibt nicht matschig, weil wir mischen den Salat nicht drumherum. Schaut ihr, wie schöne Stückchen. Und schmeckt so lecker, liebe Freunde. Tomate bleibt noch so richtig so frisch. Und diese Kräuterkombination richtig eine Explosion, Geschmacksexplosion im Mund. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute meinen Salat zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Für diesen Salat brauchen wir folgende Zutaten. Weil es Tomatensalat, natürlich brauchen wir Tomaten. Ich mache nur für mich und für meinen Mann. Und ich habe dann so ausgerechnet, dass für jeden so zwei Tomaten. Und dann werden wir die Tomaten schichten in einen Schüssel und werden wir dazwischen eine leckere Soße machen und auch natürlich Kräuter dazu. Und das werde ich euch jetzt alles zeigen. Erstmal werde ich hier Öl, so ungefähr für diese Teil, so zwei Esslöffel muss schon sein. So eins und zwei. Dann geben wir noch Essig dazu. Und Essig nehme ich jetzt, was wir jetzt angestellt mit den Schnittlauchblüten. Naja, so zwei Teelöffel müssen wir schon geben. Vielleicht sogar drei. Können wir natürlich probieren und nachwürzen. Kann schon langsam absieben. Gebe dazu noch ganz bisschen Wasser, ungefähr auch so ein Esslöffel oder eineinhalber Esslöffel. 15 Milliliter habe ich mir abgemessen. Und dann kann man auch Zucker geben oder ich gebe so einen auch Teelöffel Agavendicksaft für die Süße. Salz, Tomatengewürz. Dafür habe ich auch ein Video. Pfeffer. Und werden wir das gut verrühren. Lassen wir an die Seite stehen, dass der Zucker und Salz kann sich gut auflösen. Und jetzt werden wir noch eine Gemüse, so eine wie Paste machen. Dafür nehme ich meinen Mixer und gebe da so eine halbe gelbe Paprika. Ich habe extra gelb ausgewählt, dass die so im Salat diese Farbenkombination ist so toll. Schön bunt gebe ich in den Mixer. Dann habe ich noch ein bisschen eine gefrorene Chili-Paste oder nehmt ihr eine frische Chili. Ich habe noch keine. Ist noch ein bisschen zu früh. Und die gefrorene müssen auch alle werden für die neue Ernte. Und dann habe ich sogar gefrorene Knoblauch, schon ein bisschen aufgetaut, gebe ich auch dazu und werden wir das richtig gut zerkleinern. So, wir müssen nicht zu Muss machen, nur dass es wird etwas zerkleinert und die Paprika ihren Saft lässt. Mehr brauchen wir nicht. Schaut ihr. So, jetzt sieht es aus. Kann man ein bisschen Salz und Pfeffer dazu geben. Aber wirklich ein bisschen, dass es nicht wird übergewürzt. Lieber danach einen Tisch noch stellen, Salz. Und wenn es jemandem fehlt, dann kann er in seinen eigenen Teller was dazu geben. So eine schöne Gemüsepaste haben wir jetzt. Und dann habe ich auch schon die Kräuter vorbereitet. Das sind meine gefrorenen Kräuter. Petersilie, Dill und Schnittlauch mit ein bisschen Frühlingszwiebel. Ich verwende gefrorene
Kräuter, weil wenn ich aus dem Garten was bringe, muss ich es schnell verarbeiten. Und deswegen friere ich am besten gleich alles ein, dass ich für jeden Tag habe ich dann auch frische Kräuter. Sonst wenn mal die Lange lässt stehen, sogar wenn man mal in Wasser lässt stehen, werden die ziemlich schnell verwelkt und dann sieht auch nicht so schön aus. So, und jetzt können wir unseren Salat zusammen machen. Dafür schneide ich die Tomaten in die Viertel. So, nicht so ganz Viertel, weil es sind größere Tomaten, sondern schaut ihr so, dass ihr ungefähr so eine Stücke habt. Und legen wir die dann in die Schüssel rein. So, und jetzt auf diese Schicht von Tomaten gebe ich kein Salz. Ich gebe jetzt nur die Hälfte von meiner Paste, weil es wird nur zwei Schichten. Wenn ihr vielleicht mehr macht, dann müsst ihr dann auch mehr Paste machen und auch dann aufteilen entsprechend. Dann natürlich von den Kräutern und von den Öl-Essigmischung. Könnt ihr auch das probieren? Ist genug, zwei Teelöffel von dem Essig für meinen Geschmack. Gebe ich jetzt auch ein bisschen drüber. Und machen wir dann noch die restlichen Tomaten. Und die, jede Schicht sozusagen wird dann wiederholt, wenn ihr das etwas mehr macht. Dürfen wir dann auch nicht mischen, unseren Salat, dann bleibt er auch so frisch und nicht so matschig. Stellen wir dann ihn auch in den Kühlschrank, dass er kann schön kalt werden und wird dann auch durchgezogen. So, und jetzt einfach alle restlichen Zutaten oben drauf geben. Schaut ihr, wie appetitlich sieht schon durch den ganzen Farben. Herrlich. Auch die Kräuter. Und die Ölmischung. So sieht dann aus. Schaut, wie schön bunt und herrlich sieht aus. So toll sieht er aus. Wirklich. Sehr schön. So, decke ich zu und stelle so ungefähr für 1-2 Stunden in den Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, es sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden vergangen. Unser Salat sieht so aus. Schön Saft gelassen. Und jetzt können wir es auch servieren. Schaut, die Stückchen alle so schön liegen. Nichts, was matschig ist. Einfach köstlich. Schaut, wie schön aussehen die Stückchen von Tomaten. So, meine Lieben. Das ist heute mein Rezept für euch, mein Vorschlag. Wie könnt ihr auch den Tomatensalat mal vielleicht anderes machen? Wenn ihr mögt, mehr Knoblauch, könnt ihr auch mehr Knoblauch dazu geben oder andere Kräuter dazu machen. Aber es ist heute mein Vorschlag für euren Tomatensalat. Und wenn ihr das nachgemacht habt, dann würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich werde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal weiterteilt. Ich wünsche euch alles Gute, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!